Professor Beck, wie kann ich Gott lieben? Ja, das war im heutigen Evangelium. Liebe geht natürlich zunächst durch die Selbsterfahrung. Also es ist schwierig, jemanden zu lieben, den man nicht sieht. Aber lieben kann ich meine Geschwister, meine Eltern. Und warum kann ich sie lieben? Weil ich zunächst geliebt worden bin. Also eigentlich ist Liebe zunächst eine Antwort auf das, was mir entgegenkommt. Ich werde von meinen Eltern geliebt, wenn es gut geht. Manche haben natürlich auch schlechte Eltern. Aber zunächst ist das Kind ein angenommenes, ein aufgenommenes, auch in seinen Fehlern akzeptiertes. Es darf zurückkommen, auch wenn es Fehler gemacht hat. Also die Liebe der Eltern ist der erste Zugang zur Liebe zu mir selbst. Und dann, wenn ich älter werde, merke ich natürlich auch, dass vielleicht bei den Eltern manches brüchig ist. Und wenn ich gut sozialisiert bin, werde ich in eine neue Dimension der Liebe hineingeführt, durch religiöse Erziehung, durch Gottesdienst, dass ich erkenne, da ist hinter allem noch jemand ganz anderer, der selbst, wenn meine Eltern mal Fehler machen, mich trotzdem liebt, und zwar unbedingt liebt. Ich kann mit all meinen Schwächen zu ihm kommen. Das Schwierige ist, dass wir geprägt sind durch unsere Alltagserfahrung. Wer schlechte Erfahrungen gemacht hat mit seinen Eltern, wird sich schwer tun mit der Liebe. Wenn wir vom Vater unser sprechen, wenn das Kind einen strengen Vater hat oder einen ungerechten Vater, wird es sich schwer tun, Vater unser zu sprechen. Das heißt, wir wissen aus der Psychologie, dass alles, was wir verbinden mit Begriffen, konnotiert ist mit Gefühlen, mit Lebenserfahrungen. Und deswegen müssen wir mit diesen großen Begriffen so vorsichtig sein. Die Liebe Gottes ist immer gebrochen durch unsere Erfahrung aus der Liebe in der Welt. Das wäre mal der eine Punkt. Wie bekomme ich einen Zugang zur Liebe überhaupt? Und der zweite Zugang ist, jeder von uns hat so seine Schattenseiten, seine schwierigen, mit denen er sich vielleicht selbst schwer tut. Wo er sagt, an dem Punkt kann ich mich selber nicht lieben, da mag ich mich nicht. Auch dafür ist diese Dreidimensionalität wichtig, die wir heute gehört haben. Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Weil mit diesen Schattenseiten muss ich mich irgendwo hinwenden zu jemandem, der mich auch mit diesen Schattenseiten annimmt. Selbst wenn die Eltern mich ablehnen, selbst wenn die Ehefrau mich ablehnt oder der Ehemann und sagt, also damit kann ich nun überhaupt nicht umgehen. Gott kann das erlösen, weil Gott der ganz Liebende ist, der unbedingt Liebende ist. Kann er mich annehmen mit meinen Schwächen, mit meinen Schattenseiten, mit meinen Verquertheiten, mit meinen Verstellungen, mit meinen Prägungen aus dem Leben und sagt, wenn du dich an mich wendest, dann kann ich dir helfen, schrittweise, dass du auch von diesen Schattenseiten sozusagen erlöst wirst. Und deswegen ist das Gebot sozusagen in der richtigen Reihenfolge. Erst Gott, als Kind natürlich erst über die Eltern, aber dann als Erwachsener. Erst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Immer dreifaltig. Gottes Liebe, Nächstenliebe, Selbstliebe, Gotteserkenntnis, Nächstenerkenntnis, Selbsterkenntnis. Das, glaube ich, muss man den Menschen wieder sagen, dass Gott sie unbedingt annimmt. Nur dann können sie auch reden über das, was in ihnen vorgeht. Reden über das, was in ihnen schattenhaft ist. Wir dürfen den Menschen nicht zusätzliche Lasten auflegen, sondern ihnen einen Gott präsentieren. Wir müssen ihnen einen Gott präsentieren, der sie unbedingt annimmt und von dem her sie auch alles Schwarze, Dunkle, Verstellte erlösen lassen können. Und dann wird das Leben voll und dann wird das Leben gut.